Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Hebräer Kapitel 10, Verse 35 bis 39. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Habakuk 2, 3 bis 4. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Den Willen Gottes für das eigene Leben zu erfahren, ist wohl eines der wichtigsten und am sehnsüchtigsten erhofften Wünsche, die man als Christ haben kann. Was will Gott für mich? Es gibt einen allgemeinen Willen Gottes, wie die Absicht, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, gerettet und erlöst werden, 1. Timotheus 2, 4. Aber es gibt noch mehr. Es gibt auch einen sehr persönlichen Weg, den Gott in seiner Souveränität jedem einzelnen Christen individuell verordnet hat. Es gibt zwar ein ewiges, gemeinsames Ziel für alle an Jesus Christus Glaubenden, aber es gibt für keinen eine fromme Schablone für das Leben davor. Es ist ein direkter und praktischer Bestandteil unserer Nachfolge, nämlich durch Glauben, durch Vertrauen und praktische Hoffnung Gottes Reden und Wirken und seine Wege für uns in aller Geduld aktiv herauszufinden, dafür sensibel zu werden. Das wird uns zugemutet, hier haben wir auch Verantwortung. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, 2: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist etwas Praktisches, Aktives, was mir zugemutet wird, dass ich mich eben nicht dieser Welt anpasse, dass ich meinen Sinn erneuere durch Glauben, damit ich prüfen kann und damit ich in meinem Wesen auch verwandelt werden kann, indem ich diese Dinge eben praktisch umsetze, mich darum bemühe. Das ist mein Teil. Es ist außerdem der Wille Gottes für seine Kinder, dass sie in der Heiligung leben. 1. Thessalonicher 4, 3. Ich würde das für mich so definieren wollen, dass wir mehr und mehr erkennen und verinnerlichen müssen und dürfen, wie schlimm und böse die Sünde, diese Welt, diese Gesellschaft mit ihren verkümmerten und schlimmen Ideologien sind und wie groß und herrlich doch die Erlösung, die Wahrheit in Jesus Christus ist, durch die Gnade und die Liebe Gottes offenbart, auch bei mir ganz persönlich und das jeden Tag. Je mehr das geschieht, umso mehr werden wir auch verwandelt und der Welt gegenüber unangepasst. So etwas lässt sich nur unzureichend theoretisieren und erklären, und letztlich ist das auch der Unterschied zwischen einer aufgesetzten Religiosität, einer Kirchenmitgliedschaft und Pharisäertum und einem inneren Zerbruch und einer persönlichen inneren Kapitulation vor Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit im Glauben an den Erlöser Jesus Christus, im Glauben an die Gnade Gottes. Oder kurz gesagt, in der Praxis des Lebens erfahren wir den Unterschied zwischen Gut und Böse. Und wenn wir uns für das Gute entscheiden wollen und somit dem Bösen bewusst absagen, vielmehr durch das Gute das Böse besiegen, dann gehen wir einen geheiligten Weg, dann sind wir im Sinne Gottes unterwegs in unserer Nachfolge. Auf diese Weise erfahren wir dann auch in aller Geduld und Ehrlichkeit, wo unser Platz ist und wo ich ganz individuell meine Bewährungen auch erleben und erfolgreich gestalten kann. Dann erfahre ich
wie Gott in meinem Leben wirkt und wie er mir begegnet. Durch die Umstände, durch eine innere Stimme in unserer Seele, durch sein Wort, durch Gebet, auch durchaus durch andere Christen, die einem etwas zu sagen haben. Gott wird uns dabei helfen, ihn zu erkennen, ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen, in ihm, in der Nachfolge, in der Heiligung auch die Erfahrungen zu machen, die wir brauchen, und wir dürfen ihn darum bitten. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar: Ein letzter Anreiz für standhaftes Ausharren ist die Furcht, Gottes Missfallen zu erregen. Der Verfasser zitiert weiter aus Habakuk und zeigt, dass ein Leben, das Gott gefällt, ein Glaubensleben ist. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Dies ist das Leben, das Gottes Verheißungen annimmt und das das Unsichtbare schaut und bis ans Ende durchhält. Andererseits ist das Leben, das Gott missfällt, das eines Menschen, der dem Messias abschwört und zu den überflüssigen Opfern des Tempels zurückkehrt. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Der Verfasser zeigt nun schnell, dass er und seine Mitgläubigen nicht zu denen gehören, die zurückweichen zum Verderben. Das trennt die Abgefallenen von echten Christen. Abgefallene weichen zurück und gehen verloren. Echte Gläubige glauben und bewahren ihre Seele vor dem Schicksal des Abtrünnigen. Soweit. Und dazu gehört eben dann auch die Einsicht, dass man tatsächlich von der Finsternis von Gott ins Licht geholt wurde. Vom Elend eines sündigen Lebens zur herrlichen Befreiung eines erlösten Lebens. Paulus drückte es in Römer 7, Verse 24 bis 25 bei sich so aus: Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Martin Luther suchte seinerzeit flehentlich einen gnädigen Gott, nachdem er erkannte, diesem Herrn niemals gerecht werden zu können und ebenso wie Paulus elend und verloren zu sein ohne die unverdiente Gnade Gottes. Wenn wir herausfinden durften und konnten, von was wir erlöst wurden durch das teure Blut Jesu Christi, nämlich von dem Bösen, von der Sünde, dem Unglauben, dem Tod und dem Teufel und einem sinnlosen Leben, dann fangen wir an, Gott zu vertrauen und ihn zu lieben, sowie in aller Geduld praktisch an die Hoffnung zu glauben, die uns im Wort Gottes offenbart ist, in Jesus Christus persönlich. Der Schmerz der Sünde und die Willkür und Unzuverlässigkeit des gottlosen Lebens treibt uns in die Arme des Erlösers. Der König David schreibt in Psalm 25, Verse 3 bis 5: Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, zu Schanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Und wenn wir alt geworden sind, können wir immer noch jeden Tag etwas Neues dazu lernen. Um den allmächtigen Gott kennenzulernen, werden wir die ganze Ewigkeit brauchen. Und jetzt können wir schon damit anfangen. Wir glauben an einen freundlichen und liebevollen Gott, der alles, nämlich sich selbst, hingegeben hat in Jesus Christus ans Kreuz, damit wir als erlöste Kinder Gottes die Ewigkeit mit ihm und allen Heiligen verbringen dürfen. In Jakobus Kapitel 5, Verse 7 bis 8 lesen wir: So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Auch hier geht es um Geduld anhand des Bildes eines Landmannes, der sät und nach einer vorgesteckten Zeit dann auch erntet.
will heißen, dass die Ungerechtigkeiten dieser Welt und Gesellschaft einmal enden werden. Gott sei Dank. Wenn wir persönlich von manchem Leid betroffen sind, sollen wir uns anderen gegenüber, denen es auch so ergangen ist, tröstlich und versöhnlich verhalten und uns nicht argwöhnisch begegnen. Entsprechend heißt es ja auch in Jakobus 5, Verse 9 bis 10. Seufzt nicht wider einander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Manchmal muss man unter schwierigen Umständen zusammenarbeiten. Und da ist es eher hinderlich und demotivierend, wenn jeder dem anderen nur immer sein Leid klagt und über diese Welt schimpft. Wo fängt man an, wo hört man auf? Gott weiß ja Bescheid. Ihm dürfen und sollen wir jederzeit unser Herz ausschütten und himmlischen Trost erfahren. Wir sollen auch nicht richten. Dass diese Welt nicht ungeschoren davonkommt, darf uns auch zur Ruhe bringen. Jede Ungerechtigkeit und jede Bosheit ohne Buße wird aufgedeckt und gerichtet werden. Es wird keine Ausreden geben für niemanden. Anstatt aber immer nur zu jammern und zu kritisieren, sollten wir in geschwisterlicher Weise gemeinsam fest im Glauben stehen, uns einander dienen, stärken, motivieren und trösten und nicht zurückweichen. Die Entrückung und die Wiederkunft Jesu ist nicht mehr weit. Gott segne, behüte und bewahre euch. Er stärke euch an, Körper, Geist und Seele, und sei mit euch. Amen.